Herrn Gärtner spreche ich. Ja, der ist am Telefon. Guten Tag, junger Mann. Super, Herr Gärtner. Und zwar geht's um die gesunde Hundenahrung. Sie haben sich aber bei uns interessiert gehabt, online, und da wollten wir uns mal zurückmelden und fragen, was der Hund für eine Rasse ist. Um was geht das bitte? Ich habe es nicht verstanden. Es geht um Hundenahrung, Herr Gärtner. Hundenahrung, ja. Was ist damit? Sie haben ja einen Hund, ne? Ja. Und Sie haben sich bei uns online interessiert gehabt für unsere Nahrung. Und wie gesagt, da melden wir uns zurück bezüglich dem Gratismenü. Wo habe ich mich registriert? Das war über ein Internetgewinnspiel. Ach so. Ja, das hatte ich nicht verstanden. Genau, also es war über ein Internetgewinnspiel mit einem Gratismenü. Das haben Sie da für einen Hund ausgewählt gehabt. Ein Gratismenü. Genau. Was ist denn Ihr Hund für eine Rasse? Das ist ein Kampfdackel. Ein Kampfdackel? Ja. Ein ganz militanter, widerspenstiger kleiner Racker. Aber ich habe ihn sehr lieb. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Das hätten Sie ihn ja nicht, Herr Gärtner. Ja, man hat ja auch Hunde, die man nicht so mag. Man kann die dann ja nicht einfach in den Kochtopf stecken. Ja, das stimmt, Herr Gärtner. Ich würde als eher die Hunde von anderen Leuten mal grillen. Aber das darf man ja auch nicht machen. Nee, das darf man nicht machen. Weil die alle nicht erziehen können. Finden Sie auch, dass man so einen Hundeführerschein haben müsste? So ein Hundeführer? Ja, oder nicht? Ja, naja, ich glaube ja, für die Erziehung ist ja jedes Herrchen persönlich zuständig. Ja, das meine ich ja, dass die so einen Hundeführerschein machen müssen. Ach, einen Hundeführerschein? Ja, was haben Sie denn verstanden? Ich habe einen Hundeführer verstanden, dass die einen Hundeführer brauchen. Sie meinen quasi sowas wie Hitler für Tiere. Ich glaube, das tut nicht Not. Wenn da, sag ich mal, so eine geballte Ladung Dackel die Straße runterrennt, da will ich auch nicht dazwischen stehen. Herr Gärtner, Sie sind wirklich ein Lustiger. Ja, man muss sich ja ein bisschen Freude im Leben erhalten, nicht wahr? Ja, ja. Der Hund hält einen fit und dann muss man ja auch irgendwie noch ein bisschen Spaß haben. Aber Sie lachen ja scheinbar auch ganz gerne. Ja, ja, ich lache definitiv gerne, Herr Gärtner. Das ist sehr gut, sonst kommt man ja auch nicht weiter im Leben. Also wenn mich so ein Grießkram anruft oder irgend so ein Hanebüchener Kram, wo man merkt, der liest ja nur seinen Zettel ab. Dann lass ich den reden und guck in der Zeit Radio. Wirklich wie ein Grießkram, Herr Gärtner? Na, deswegen rede ich ja noch mit Ihnen, sonst hätte ich ja den Hörer schon zur Seite gelegt. Gut, dann hab ich wohl Glück heute, Herr Gärtner. Ja, das werden wir noch sehen, ob Sie Glück haben. Das werden wir noch sehen. Deswegen würde ich sagen, machen wir ein bisschen weiter im Thema zum Kampfdackel zurück. Ja, wollen Sie gegen den antreten? Nee, das mache ich nicht. Ich bin ja ein Mensch und ich bin da ein bisschen überlegen. Das wäre unfair. Haben Sie gerade erklärt, dass Sie meinen Dackel überlegen sind? Jetzt müssen Sie sich aber stellen. Herr Gärtner, mag Ihr Hund eher Trocknahrung oder Nassnahrung? Ich wickel den in Stacheldraht ein, da können Sie gar nichts machen. Der ist mit mir immer zur Jagd gewesen früher, der kann einiges ab. Herr Gärtner, das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte. Ja, der ist, was nicht so schön ist, der ist ja im Prinzip zweimal von Querschläger getroffen worden. Okay. Aber der hat mehr ausgehalten als die Wildsau. Okay. Ja, weil die ist ja dann in den Topf gelandet und den Hund, den hat man einfach wieder zusammengeflickt und dann ist er weitergelaufen. Zwar nicht sofort, aber der konnte das wieder. Herr Gärtner, ich fühle mich wie geprankt bei Ihnen. Was bitte? Geprankt. Wie als würden Sie mich anrufen zur Unterhaltung. Ja, ich glaube, Sie hatten bei mir angerufen. Genau, so ist es. Ja. Deswegen, wenn wir nochmal kurz zum Thema zurück könnten. Ja, sicherlich. Will Sie ja nicht von der Arbeit abhalten. Dankeschön, danke für das Verständnis. Ja. Ich will Sie ja auch immerhin beraten, was das Futter angeht und da warten auch noch einige andere Kunden heute drauf. Deswegen ganz flott, Ihr Hund nochmal, mag der Trockennahrung oder Nassnahrung eher? Was gefällt ihm besser? Ich würde ihn ja fragen, aber der antwortet mir wahrscheinlich nicht. Also, was füttern Sie ihn momentan eher? Wo geht er eher ran? Ja, beides. Der haut aber alles weg, als gäb's kein Morgen. Das ist wie die Leute, wenn man zu Weihnachten 2 Tage nicht einkaufen kann. Der dreht durch. Okay. Gut. Ist es noch aktuell, dass Sie in der Schulstraße 42 wohnen? Ja, sicher. 25813. Ja, da wohne ich immer noch. Gut, Herr Gärtner, alles klar. Hat mir das schon mal abgeglichen. Ich würde Ihnen kurz mal unsere Nahrung erklären, was wir denn genau machen. Ja. Und zwar Dinner for Dogs, Dinner for Cats. Wir sind ein naturbelassener Futterhersteller. Ein was bitte?
naturbelassener Futterhersteller. Wir machen alles auf Naturbasis zu 100%. Das Ganze, also das heißt ohne Konservierungsduft, Lockstoffe, ohne Zucker und Soja vor allem auch. Schmeckt das dann überhaupt, wenn da kein Zucker drin ist? Also wenn meine Frau als einkaufen geht, dann sage ich ihr, bring mir nicht wieder die Diätsachen mit, das schmeckt ja nicht. Essen Sie manchmal, oder isst Ihr Hund manchmal mit vom Tisch? Ja, absolut, weil ich koche ja immer. Meine Frau kann ja nicht kochen, das mache ich ja immer. Und er liebt das Essen. Natürlich nur das, wo, sag ich mal, keine Gewürze und sowas dran kommen, weil das ist ja nicht gut für die. Mhm, genau. Okay, weil wenn Ihnen das gekochte Essen von Ihrer Frau schmeckt, dann ist es sehr wahrscheinlich, weil das ist ja auch immer natürlich wahrscheinlich, das ist ja echtes Fleisch drin, ne? Nehme ich mal an, dann wird er bei uns wahrscheinlich auch gerne rangehen, das wird Ihnen auch schmecken, nehme ich an. Ja, haben Sie denn, sag ich mal, so Allergiker-Fressen im Prinzip? Haben wir auch da, also explizit, je nachdem, wenn er jetzt eine Getreideallergie hätte, dann könnten wir natürlich auch, hätten wir auch das richtige Angebot für. Ja, weil das, aber ist das denn bei Ihnen der Fall? Der kommt ja mit den Schwein- und Rindprotein nicht so klar. Dann macht er hier die ganze Wohnung voll. Das hat mir einmal so in dieser Findungsphase gereicht, bis wir im Prinzip rausgekriegt haben, woran das liegt, dass der da quasi ein loses Hinterteil hat. Das will ich nicht wieder haben. Okay, gut. Also Rind und Schwein geht gar nicht. Es ginge schon, aber das danach ist dann nicht so appetitlich. Ja, das ist verständlich, gut. Weil ich muss sagen, wir haben Rind überall in unserer Nassfutternahrung drin. Ja. Das heißt, es würde schon mal ausscheiden. Das heißt aber nicht, dass wir komplett, wir sie dann nicht beraten können, weil wir haben immer noch Trockennahrung, was halt ohne Rind ist. Ja. Und zwar hätten wir da zwei Optionen für Ihren Hund. Darf ich Sie ganz kurz, ich muss meine Frau sagen, dass die Sachen von her nimmt. Haben Sie einen Moment noch? Ja, natürlich, Herr Gärtner, kein Problem. Margret, kannst du die Nudeln im Auge behalten? Ja, Entschuldigung, nicht, dass das anbrennt. Naja, gar kein Problem, verstehe ich. Das muss ja abgeklärt werden, weil ich will ja zu essen haben. Gehört. Ich habe von meinem Enkel so eine Schürze bekommen. Da steht drauf, Nudeln machen ist auch kochen. Nudeln machen ist auch kochen, ja, das ist auch mein Lebensmotto. Ja, sehen Sie, da können wir ja vielleicht mal Rezepte austauschen. Ja, sind wir ja schon dabei. Fangen wir mit den Rezepten für den Hund an, würde ich sagen. Ja, das wollte ich ja nicht unbedingt essen. Oder ja, essen Sie das essen. Hundefutter? Also ich habe leider keinen Hund. Ich kaufe kein Hundefutter ein. Ich habe eine Katze. Ja. Aber im Prinzip, unser Hundefutter können Sie auch persönlich essen. Das ist eine Lebensmittelqualität. Also, ja, gibt es Leute, die das machen? Ob es Leute gibt, die das machen, weiß ich nicht. Also jetzt hier bei uns in der Firma kenne ich keinen persönlich, der das macht. Ja, das hätte mich auch sehr gewundert. Ich meine, Sie kriegen da ja wahrscheinlich Rabatt, aber ich würde mir trotzdem nicht hier Lamm und Pute auf den Tisch stellen und da dran rumknabbern. Da käme ich mir so ein bisschen primitiv vor. Nee, das machen wir auch nicht hier auf der Arbeit. Also das wird auch nicht in der Kantine bei uns angeboten, so ist es nicht. Sie haben eine eigene Kantine, das gibt's ja heute auch nicht mehr so häufig. Haben wir auch, ja, Herr Gärtner. Das ist gut. Bieten die da auch naturbelassenes Essen an? Ach, das weiß ich nicht, da esse ich nicht. Ich arbeite hier nur Teilzeit. Ich komme da gar nicht dazu. Ja, das ist ja vielleicht auch besser so. Na, vielleicht. Dann studieren Sie bestimmt, oder? Genau, das tue ich, Herr Gärtner. Was studieren Sie denn, junger Mann? Ich studiere Jura. Jura? Genau, Jura. Oh Mensch, aber und dann telefonieren Sie. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Ja. Doch, ne? Aber da haben Sie ja ein gutes Verständnis für so Sachen. Das ist ja schon mal wichtig. Sollte man haben als Student. Nein, nicht für Ihr Studiumfach, meine ich. Wie lange müssen Sie noch? Weil mein Enkel, der ist ja in Hamburg an Studieren. Ich muss noch 1,5 Jahre, Herr Gärtner. Und dann haben Sie es geschafft? Dann habe ich es geschafft, ja. Und wollen Sie die Firma dann vertreten? Nee, nicht wirklich. Nicht? Nee. Da hätten Sie aber viel zu tun. Denken Sie das? Ja, natürlich. Weil Sie haben ja bestimmt mitgekriegt, wenn Sie sagen, das ist ja ein Präzedenzfall im Prinzip gewesen, weil Ihre Firma ist ja im Prinzip von der Bundesnetzagentur der telefonische Geschäftsbetrieb untersagt worden, weil die immer aus diesen unseriösen Quellen wie diesen Gewinnspielen die Kundendaten verwenden. Und ich werde trotzdem noch angerufen. Das klingt so, als würden Sie uns verwechseln mit einem anderen Anbieter. Nein, Sie können ja...
Gucken Sie einfach mal auf die Internetseite von der Bundesnetzagentur. Also wenn Sie sich... Ich weiß, was Sie meinen. Ja, mit Sicherheit. Aber das Ganze wurde ja fallen gelassen. Das ist ja... Das fallen gelassen, das ist vor... Vor ein bisschen mehr als einen Monat ist das gewesen. Ach so? Ja, warte, ich kann... Ich hab das hier tatsächlich... Ich bin da so ein Militanter. Ich hab das irgendwo hinterlegt. Warten Sie, ich guck das mal kurz raus. Da können Sie sich das mal anhören. Weil das dürfte ja für Sie auch relevant sein, wenn Sie da im Prinzip Jura studieren und da, sag ich mal, in sowas agieren, was ja gar nicht mehr so sonderlich legitim ist im Prinzip. Haben Sie es gefunden? Oh, ja, warte, ich gucke ja gerade. So, wo ist denn das nochmal? Okay. Ich muss mal kurz Dr. Google fragen. Okay. Ich hatte gedacht, ich habe mir das abgespeichert. Herr Gärtner, während Sie das mal ganz kurz raussuchen, ja. Ich würde Ihnen derweil nebenbei, wir haben ja Adresse und so weiter schon alles abgeklichten, ich würde Ihnen einfach mal die Probe rausschicken, dann können Sie mir das derweil noch raussuchen. Südermarsch, ja, wo das ja ein Schulplatz ist. Ich suche ja gerade noch. Ja, das können Sie ja machen. Trockenfutter, meinten Sie, das geht. Rind verträgt er nicht, meinten Sie? Ja, ich will, Sie sind jetzt ja gerade hier. Ah, nee, das ist das doch nicht. Aber auf jeden Fall, was ich Ihnen vorlesen könnte, wäre, dass Ihre Firma ja 150.000 Euro Bußgeld bekommen hat. Ja, das war ja vor 2 Jahren. Ja, das ist ja immer noch aktuell. Nee, das ist nicht mehr aktuell mit den 150.000 Bußgeld. Ist nicht mehr aktuell. Was ist denn mit den 200 negativen Kommentaren über Ihre Telefonnummer im Internet? Oh, ist das auch Gärtner, nicht mehr das aktuell? Weiß ich gar nicht. Da kenne ich mich nicht gut genug aus. Wie gesagt, ich bin in der Firma noch gar nicht so lange. Ja, das ist schade. Ich will das unbedingt noch finden. Weil ich muss Sie ja davor bewahren, dass Sie, sag ich mal, Ihre Zukunft von als Rechtsanwalt versauen. Na, das wäre ja nicht Zukunft gut. Hier sieht ja bis jetzt nicht so schlecht aus. Immerhin hat die Firma ja auch einen Gründerpreis und so weiter bekommen. Ist ja jetzt keine Firma, die irgendwie von irgendwo herkommt. Die gibt's ja auch schon Ewigkeiten. Ja, die will ja auch nicht sagen, dass sie aus Bosnien anrufen oder sowas. Nee, nee, so, jetzt habe ich das gefunden. Das ist im Prinzip vom 13.3. Herr Gärtner, darf ich Ihnen das kurz vorlesen? Rufnummernmissbrauch. Aktuelle Hinweise. Die Bundesnetzagentur hat der Century Bits GmbH in Klammern Dinner for Dogs Werbung mit Telefonanrufen gegenüber Verbrauchern durchzuführen oder durch Dritte durchführen zu lassen untersagt, wenn die Angerufenen im Vorfeld nicht gesetzeskonform in den Erhalt derartiger Anrufe eingewilligt haben. Und da gibt's ja eine höchstrichterliche Entscheidung vom Bundesgerichtshof, dass solche Gewinnspieldinger eben keine Werbeeinverständniserklärung sind, und die machen das ja immer nicht noch. Immer, ne? Stimmt schon. Ich glaube aber, wir ziehen unsere Nummer nicht nur daher. Ja, aber Sie haben meine Nummer ja daher, weil, wenn ich Ihnen das ganz ehrlich sagen darf, weil Sie vorhin da das Pranking genannt haben, mich gibt's ja im Prinzip gar nicht wirklich. Das ist ja, sag ich mal, nur ein erfundener Charakter, um das zu testen. Herr Gärtner, ich merke schon, Sie haben also anscheinend nicht wirklich Interesse an der ganzen Sache, oder? Na, ich würde Sie gern aufklären, damit Sie sich da nicht in die Messen setzen. Also das, was Sie mir jetzt erzählen, das habe ich schon mal gehört gehabt, ne? Ja. Vor allem mit den 150.000. Diese ganze Sache, aber ich bin hier gerade auf der Arbeit immerhin trotzdem. Ja, natürlich, aber Sie können sich ja im Prinzip da im schlimmsten Fall können Sie da ja Probleme bekommen. Sagen Sie mir nur, bevor wir, was jetzt das Ganze drumherum angeht, ist ja, ob das wirklich so ist oder nicht, das müssen Sie für sich selbst entscheiden. Sie können das gerne nachlesen auf der Seite von der Bundesnetzagentur. Genau, das kann ich ja mal machen. Bitte. Das Futter ist aber eine ganz andere Sache auf jeden Fall. Kann man sicher, ist ein ganz anderes Thema. Sie sind ganz schön hartnäckig, Sie sind hartnäckig, junger Mann. Wenn Sie die Firma mal so vor Gericht verteidigen, vielleicht kriegen die dann ja eine Ausnahmegenehmigung für kalte Telefonanrufe. Aber ja, dafür würde ich meinen Anwaltstitel nicht riskieren, weil da kommt kein anderer mehr. Herr Gärtner. Ja. Okay, wie sieht's aus? Darf ich's rausschicken? Ja, ich habe es doch im Prinzip schon aufgelöst, dass das alles falsche Daten sind, ich nur das testen wollte. Ich habe gar keinen Hund. Ach so, na, ja. Dann hat sich das Ganze geklärt mit dem Kampfdackel, ne? Auf jeden Fall, dann müssen Sie mit dem Kampftelefonieren noch aufhören und dann ist alles in Ordnung. Genau, das müssen wir wohl machen bei Ihnen, ne? Ja, sagen Sie da mal Bescheid, bitte. Alles klar. Ja? Herr Gärtner, ich bedanke mich. Ja, sehr gerne, ich bedanke mich bei Ihnen. Auf Wiederhören. Ja!